Was macht die ESOC und die ESA in Darmstadt? So, in Darmstadt werden alle die Satelliten der ESA kontrolliert. So, die Satelliten werden von der Rakete dann ins All geschickt und sobald sie fertig sind, uns zu hören, sie fangen an, Daten zu uns zu schicken. Wir haben große Ohren, unsere Antenne, die überall sind, in Australien, Argentinien, in Spanien und so weiter. Und die Daten kommen hier nach Darmstadt und hier im Kontrollraum sitzen viele Leute, die dann entscheiden, was zu machen ist. So, wir haben Programme hier, die dann benutzt werden, um die Befehle zu den Satelliten zu schicken, sodass sie machen, was wir wollen. So, wir kontrollieren die Satelliten der ESA. So, die Satelliten werden von Industrie gebaut und dann zusammengemacht und getestet in den Niederlanden, wo auch ESA ist. ESA hat viele verschiedene Locations, das ist in Italien, in Frankreich, unser Direktor General ist in Frankreich, in Paris, aber hier von Darmstadt, hier ist, wo wir die Satelliten steuern. Und hier bekommen wir auch alle die Daten, die dann zu den Wissenschaftlern in der Welt dann auch verteilt werden. Seit wann sind Sie bei der ESA und wie sind Sie dazu gekommen? So, ich bin hier in Darmstadt seit 1997, direkt bei der ESA arbeite ich seit Jahr 2000. Am Anfang habe ich auch auf Projekte der ESA gearbeitet, aber nicht direkt bei der ESA angestellt. Es gibt Kontraktorfirmen, die hier mit der ESA arbeiten und ja, als Software Engineer. So, ich habe am Anfang viel mit Coding gearbeitet und dann weiter als ich bei der ESA zur Arbeit war, dann habe ich angefangen, Projekte zu leiten und Software zu bilden für die Rosetta-Kontrollsystem und dann Mars Express und Venus Express. Was für Aufgaben hat die Rosetta? Ah, die Rosetta ist jetzt vorbei und ich glaube, das war unsere beste Mission bis jetzt. Und ich bin so stolz, für Rosetta gearbeitet zu haben. Also die Rosetta sollte einen Kometen besuchen und nicht nur dabei fliegen, sonst auch mit dem Kometen zusammenfliegen für 2 Jahre, um sie ständig zu beobachten. Und nicht nur das, die Rosetta hat auch einen Länder, der viele auf die Oberfläche des Kometen geschickt. Und die Aufgabe war, diesen Kometen zu studieren, so dass wir vielleicht verstehen könnten, wie unsere Planeten dann von 4,5 Billionen Jahren bis jetzt, wie sie jetzt sind und wie sie am Anfang waren, und zu verstehen vielleicht auch, wie das Leben auf unserem Planeten gekommen ist und Wasser und alle die andere Situation, die wir heute haben. Die Kometen sind wie ein Snapshot, das heißt, die sind genau wie sie am Anfang waren, von 4,5 Milliarden Jahren. Und es ist wichtig für uns, da auf einen Kometen zu gehen, um das zu beobachten. Die Planeten, die sind so nah an der Sonne, dass die Sonne verändert die Planeten ständig. Es, auf der Erde gibt es auch Vulkanismus und dann gibt es viele verschiedene Aktivitäten, die von den Kometen nicht dabei sind. So, die Kometen sind immer noch wie ganz am Anfang. So, wenn wir sehen, wie es war und wie unsere Planeten jetzt sind, können wir vielleicht verstehen, was dann auf unserem Planeten passiert ist. Ist doch bestimmt lustig, zum Beispiel beim Essen überall verschiedene Sprachen zu hören. Ja, absolut. Nicht nur beim Essen, aber sonst auch im Flur oder beim Meeting. Hier, so die ESA hat 22 Member States und es gibt viele verschiedene Sprachen hier zu hören. Und das ist für mich ganz spannend und sehr lustig. Und ich denke, es ist auch ein Vorteil, weil es kommt von sich selbst, dass man mehrere Sprachen dann spricht. Als ich hier gekommen bin, habe ich natürlich Italienisch gesprochen und Englisch, aber ja, so und so. Und nach den ersten 6 Monaten war mein Englisch schon sehr, sehr gut. Dann natürlich habe ich gedacht, ja, ich wohne in Deutschland, ich soll vielleicht ein bisschen Deutsch lernen.
Und jetzt kann ich ein bisschen reden. Jetzt natürlich nicht perfekt, aber mindestens könnt ihr mehr verstehen. Und ich kann auch alle eure Fragen verstehen. Das ist von mir aus schon was. Ich kann mit den Eltern in der Schule sprechen, mit den Lehrern. Und dann, da ich viele Freunde hier hatte, die Spanisch geredet haben, dann würde ich auch neugierig. Ich wollte auch ein bisschen Spanisch lernen. Und dann bin ich zur Volkshochschule gegangen, dann habe ich einen Spanischkurs gemacht und nach wenigen Monaten war mein Spanisch auch gut. Und von 2 Jahren hatte ich dann die Idee, mit dem Französisch anzufangen. Und das geht auch schön. Es gibt viele Möglichkeiten, mit verschiedenen Freunden dann diese verschiedene Sprache zu lernen und zu üben. Und das werde ich nie mit etwas anderes wechseln. Ich würde auch zum Beispiel nicht mehr nach Italien gehen und in einer Firma arbeiten, wo man einfach nur Italienisch spricht. Oder in Deutschland, wo man nur Deutsch spricht. Ich finde es so reich an Erfahrungen, dass man nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, die verschiedenen Personalitäten und Wege und Arten von Arbeiten. Das ist ganz spannend. Man muss sich anpassen. Nicht alle denken gleich und es ist eine Herausforderung, aber auch das gibt viel mehr zur Arbeit, wenn man von verschiedenen Kulturen zusammen etwas produziert. Es gibt immer mehrere Points of View, die es komplett machen. Ich finde es ehrlich spannend und ist eine der Stärken diese Organisation, die so viele verschiedene Nationalitäten zusammen macht. Sind Sie stolz, ein Teil dieses Großen und Ganzen zu sein? Ach, ich glaube, man kann das sehen und hören. Und wie gesagt, ich bin super stolz, hier zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, über meine Erfahrung zu sprechen. Das ist ehrlich super, super von mir. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe viel Glück gehabt, weil ja am Anfang ich in Kontakt mit dieser Welt, der Weltraumwelt, ist für mich einfach ein Traum. Und ich hoffe, dass viele andere junge Leute, wenn sie so etwas sehen, dann ein bisschen begeistert werden und dann vielleicht einen Kick kriegen, so in die Richtung zu gehen. Das ist für mich eine der unglaublichste Sache, die ich erlebt habe. Und wenn man hier sitzt und dann gibt es einen Start, die Sensationen, die man erlebt, die sind einfach unique. Ja, die sind ehrlich super stark. Und dann fühle ich mich auch so wie ein Ambassador, ein Botschaft. Und ich versuche, diese Begeisterung zu alle Leute zu bringen, die ich treffe. Weil es ist schade, wenn die anderen nicht wissen, wie geil es ist, hier zu arbeiten. Und ich glaube, alle sollten mindestens einmal hier kommen und schauen, wie es ist, bei der ESA zu arbeiten. Sie sind ja auch Softwareentwickler, Programmierer und für die Steuerung von Satelliten zuständig. Wie kann man sich diese verantwortungsvolle Arbeit vorstellen? Sie sehen ja nicht direkt, wo was hinfliegt. Braucht man Fantasie? Fantasie braucht man auf jeden Fall, aber nicht nur bei der Arbeit, sonst generell im Leben und bei allen Arbeiten. So natürlich sehen wir nicht, wo jetzt unser Satellit ist, aber ja, wenn wir in der Nähe von einigen Körpern kommen, dann haben wir Kamera, die auch zeigen können, wo genau wir sind. Und natürlich wissen wir auch genau, wo die Satelliten sind. Wir können messen mit unseren Antennen, wo die sind. Software, ja, habe ich viel geschrieben ganz am Anfang. So, ich bin Software-Ingenieur, aber wie gesagt, als ich bei der ESA angefangen habe, habe ich kein Software mehr geschrieben. Ich war in der Tat verantwortlich für diese Software-Entwicklung. So, ich habe einfach diesen Projekt geleitet, um sicher zu sein, dass die Software, die von unserer Industrie kommt, dann richtig funktioniert und macht, was die Benutzer möchten. Ja? So, viel Software am Anfang, aber dann habe ich mehr mit Teams gearbeitet.
Und jetzt, seit fast 10 Jahren jetzt, arbeite ich mit Leuten. Ich bin jetzt ein Koordinator für Leute, die jetzt die Arbeit machen, die ich vorher gemacht habe. So Data Systems Manager, die sind die Leute, die hier sitzen beim Software Coordinator Position. Und die sind für diese Software verantwortlich. Wenn die Software nicht funktioniert, niemand kann einen Satelliten sehen. Keine Befehle können wir schicken, keine Daten kriegen wir. So, es ist ganz wichtig, dass unsere Software da richtig funktioniert. Das ist sehr spannend, aber wenn es alles funktioniert, das ist auch sehr schön. Rosetta war ja über 10 Jahre unterwegs. Wie war die Zeit für Sie? Was musste gemacht werden? Ist bestimmt nervenraubend. Es gibt natürlich in diesen Jahren verschiedene Phasen drin. Am Anfang, es ist alles so Hektik, alles muss perfekt gemacht werden, sodass die Rosetta in die richtige Umlaufbahn geht. Dann, als die Rosetta ganz weit von der Sonne war, mussten wir sie in Hibernation schicken. Das heißt, alles zu, um Strom sparen, weil sie so weit entfernt war von der Sonne, dass, obwohl die Rosetta übergroße Solarpaneele hatten, es gab nicht genug Strom und Power, Kraft, Sonnenkraft, um weiterzugehen. So fast alles wurde ausgeschaltet, nur so ein Heater, so ein Wärmer für den Treibstoff da war und ein Wecker, sodass nach 2,5 Jahren die Rosetta wieder aufs Leben kommen sollte. Weil nach 2,5 Jahren war die Rosetta wieder in einer Position, wo es genug Sonnenkraft gab, um alle die Instrumente wieder anzumachen. Am spannendsten für mich war am Ende diese 2,5 Jahre Hibernation, weil wir wussten nicht, ob die Rosetta zurückgekommen wäre. Wir hatten einfach für 2,5 Jahre keinen Kontakt, ja, nichts. Und wir sollten einfach hoffen, dass nach diesem Wecker angegangen ist, dass die Rosetta alles richtig gemacht hat und alle die Instrumente dann wieder angeschaltet hat und den Transmitter. Und wir haben aber einfach hier gewartet und es gab Fernsehen von verschiedenen Staaten. Es gab so viele Journalisten und Leute. Und als wir dieses Signal erwartet haben, kam nichts. Und nach ein Viertelstunde auch nichts und nach halbe Stunde nichts. Und wir waren alle so besorgt. Wir glaubten, wir hätten so ein Desaster gehabt. Aber zum Glück nach 45 Minuten ist die Signale gekommen und hier war Hölle. Es war so schön. Die Bilder, die jetzt alle von Kontrollraum sehen, sind von diesem Moment, wo wir aus der Hibernation gekommen sind. Das war so eine Freude. Wir hatten ja bis zu diesem Punkt nicht mehr gewusst, was wir machen sollten, aber wenn ja, dann die Signale gekommen sind, war so eine Emotion. Wir wussten endlich, dass die Mission weitergeht und wir hatten nach noch die verschiedenen wichtigen Manöver zu machen, um mit den Kometen zu kommen und dann die echte wissenschaftliche Mission der Rosetta weiterzuführen. Das war unglaublich spannend. Das war ehrlich, ich kann es nie mehr vergessen. Das war Höhepunkt von meiner Arbeit hier. Woher kommt der Begriff Rosetta? So, Rosetta ist auch die Name dieser bekannte Rosetta-Stein. Das wurde in Ägypten gefunden von der Champollion. Dieser Wissenschaftler benutzte diesen Stein, um die ägyptische Hieroglyphen zu entziffern, weil dieselbe Sätze waren in 3 verschiedenen Sprachen. Mit diesem Weg, der konnte dann entscheiden, was diese Hieroglyphen bedeuten. Und Rosetta hat diesen Namen, weil wir, wie gesagt am Anfang, wir hoffen, dass beim Studium diesen Kometen und sie, wie sie jetzt sind, vielleicht wir entziffern könnten, wie unsere Planeten jetzt so sind. Wie ist vielleicht Leben an unserem Planeten gekommen? Wie ist Wasser zu uns gekommen? Wie sind jetzt alle die Konditionen, wie die jetzt sind, von dieser Urpunkt zu uns gekommen? So, deswegen hoffen wir, dass diesen Kometen für uns wie die Rosetta Stein ist und dass unser Satellit uns hilft, um das zu entziffern. Mit der Hilfe natürlich von vielen Wissenschaftlern in der Welt, die jetzt die Daten von Rosetta zur Verfügung haben.
Sie arbeiten ja mit vielen verschiedenen Nationalitäten zusammen. Sie kommen ja zum Beispiel aus Italien. Wie ist das so? Gute Zusammenarbeit, profitieren Sie, wir davon? So, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Die Sprache ist ein Problem, aber auch, wie vorher gesagt, die Attitude, die Charakter der Personen sind nicht alle gleich. Ja, es gibt Staaten von Norden und von Süden. Als Italiener habe ich am Anfang auch bemerkt, dass wir nicht gleichzeitig dieselbe Reaktionen haben, wenn etwas passiert. Aber wenn man versteht, wie man mit den anderen Freunden und Kollegen in Beziehung kommen soll, das ändert alles. Ja, es ist ehrlich eine Erfahrung und das kann viel geben, weil es gibt, wenn auf einem Projekt Leute von verschiedenen Nationen arbeiten, werden manchmal Probleme besser gelöst. Weil wenn etwas nicht in diese Richtung geht und mein Kopf ist so geübt, in diese Richtung zu gehen, kann ich vielleicht nicht sehen, dass dasselbe Problem könnte auch von dieser anderen Richtung gelöst werden. Aber dann vielleicht ein Französer kommt und sagt, aber wieso könnten wir nicht probieren, so zu machen? Und dann der Deutsche kam und sagt, vielleicht könnten wir auch so machen. Und insgesamt arbeiten wir besser zusammen, wenn wir verschiedene Meinungen auch von verschiedenen Kulturen kriegen. Man muss natürlich das pflegen, man muss auch vermeiden, dass kleine Inseln gemacht werden, wo die Italiener hier sind, die Deutsche sind da, die Französe da. Das kann passieren, wenn man nicht achtet und nicht sich engagiert in dieser Umwelt zusammen zu leben. Das ist auf jeden Fall sehr positiv und wie vorher gesagt, das ist eine der Sachen, die für mich diese Gegend so speziell macht. Sie selbst machen ja viel öffentliche Arbeit und Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Was machen Sie da zum Beispiel und was macht Ihnen dabei Spaß? Das ist ja richtig gesagt, ein großes Teil meiner Tätigkeiten. Zum Beispiel, ich habe angefangen mit der ESA Space Camp. Das ist ein Sommercamp, die jedes Jahr stattfindet. Und da gibt es ungefähr 200 Kinder, die sind Kinder unserer Mitarbeiter. Und was ich da mache, ich versuche so ein Programm zu machen, wo die lernen über Weltraum und Wissenschaft. Und das war am Anfang so. Ich habe angefangen, Raketen zu bauen und dann zu starten und dann Roboter zu erbauen und zu programmieren. Dann andere Arten von Robotern und dann verschiedene Aktivitäten auch draußen, die immer etwas mit Weltraum oder Wissenschaft zu tun haben. Und da ich dann viel Erfolg dabei gehabt habe und Erfolg für mich ist, wenn die Kinder kommen und sagen: Ja, das war eine ganze Menge Spaß, vielen Dank. Und das für mich war ehrlich so eine Belohnung, die mich ein bisschen mehr Kraft gegeben hat, um weiterzugehen. Und dann, seitdem haben wir auch hier bei der ESOC einen Club gegründet, einen Social Club, wo wir Leute zusammen machen, die Idee haben, um Projekte oder kleine Übungen für Kinder und Jugendliche zu machen, das dann etwas mit Weltraum oder Wissenschaft zu tun haben. Und diese Übungen dann benutzen wir zum Beispiel in Schulen, wo wir Schulprojekte machen, Raketenprojekte oder auch andere Arten von Projekten. Eine Aktivität, die mir ganz gut gefällt, ist Krankenhäuser zu besuchen, vielleicht wo Kinder sind, die nicht draußen gehen können, weil sie ganz krank sind. Und wir bringen vielleicht für ein paar Stunden ein bisschen Weltraum in Krankenhaus. Und dann zeigen wir Zeichentrickfilme von Rosetta oder wir bringen unsere Roboter oder die Raketen und die Kinder können damit spielen und lernen und für ein paar Stunden vergessen, was da ist. Und das ist, wie gesagt, für uns so schön und so erreichend, dass wir ganz lieb machen. Und wir möchten das in der Tat auch mehr machen. Wir haben es bis jetzt in Frankfurt gemacht, in Darmstadt, aber unsere Hoffnung ist dann mehrmals in auch verschiedene Städte zu machen und auch mehrmals in Darmstadt und Frankfurt. Das ist für mich ganz wichtig, weil die neue Generation kriegen dann auch so ein
Blick auf unsere Welt. Und dann verstehen sie auch, dass Mathematik kann auch Spaß machen und ist auch sehr nützlich. Und Physik, selbe Sachen. Und alle kriegen vielleicht danach ein bisschen Motivation, weiter mit dem Studium zu gehen. Und sie verstehen auch, dass wenn man ein bisschen Mühe gibt, dann gibt es auch eine Belohnung am Ende. Wenn man eine richtige Arbeit findet und dann die Möglichkeit hat, unsere Wissenschaft weiterzubringen. Das ist für mich ganz wichtig und ich möchte, dass nicht nur für uns das bleibt, aber je mehr Leute, desto besser. Das ist meine Idee. Wir kennen das alle auch nur aus Filmen. Haben Sie einen Lieblings-Zukunft-Film? Welchen und warum? So, die, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich glaube, Space Odyssey 2001, das ist von Stanley Kubrick, ist immer noch in meinem Kopf. Das habe ich mit meinem Vater vor vielen Jahren geschaut und das war wahrscheinlich mein erster Science-Fiction-Movie. Und ich fand es so unglaublich, dass vielleicht ein Stück meine Fantasie ist dabei geblieben und dann, ich kann es immer noch empfehlen, das ist ein ganz altes Film jetzt, aber wenn man denkt, wann es gemacht wurde, es ist immer noch unglaublich, die Idee, die dahinten steckt. Das war sicherlich einer meiner besten Filme. Glauben Sie am Leben im All? Aliens? Sollten wir uns Sorgen machen? Ob Leben im All gibt, ich weiß nicht. Ich hoffe so. Es kann auch sein, dass es existiert, aber so weit ist, dass wir nicht jetzt in der Lage sind, das herauszufinden. Auf jeden Fall Angst habe ich nicht. Ich glaube, dass wenn Leben da ist, dann werden wir alle freuen, miteinander zusammenzusprechen. Und es wäre so eine Freude zu finden, dass wir nicht alleine in dieser großen Welt sind. Es ist wie ein unglaubliches Haus mit 1000 Zimmer zu haben und nur ein Zimmer würde gebraucht. Das ist eine Schande. Es ist Zeitverschwendung. So, wir haben zu viel Platzverschwendung. So, wir haben zu viel Platz im Weltall. Ich hoffe, dass es einige andere Anwohner da gibt. Mal sehen. Ich hoffe, dass vielleicht die nächste Generation einige findet. Jetzt, von was ich weiß, wir haben noch kein Leben außerhalb der Erde gefunden. Habt ihr schon mal versucht, weiterzugehen? Oder bessere Instrumenten, die ein bisschen besser hören können. Wir versuchen auch zu sprechen. Wir senden Signalen ins All, aber wir wissen auch nicht, ob wir die richtigen Signalen schicken. Vielleicht hören Leute eine andere Sprache oder andere, so wir benutzen Radiosignale, aber wer weiß, ob das die richtigen Signale sind. Das kommt nicht mal zurück. Darmstadt ist ja nur digitale Stadt gewählt worden. Wie finden Sie das und was stellen Sie sich darüber vor? So, Digitalisierung ist ganz wichtig, aber Digitalisierung bedeutet nicht nur einfach weg vom Papier. Das ist schon gut, dann brauchen wir weniger Bäume zu töten. Aber einfach Daten in Digitalform zu haben, ist nicht genug, um eine richtige Digitalisierung zu haben. Man muss auch lernen, wie diese Daten benutzt werden. So zum Beispiel, es kann super gut sein, verschiedene Datenbanken zusammen zu verknüpfen. So zum Beispiel, man herausfinden könnten, wer so reich ist, aber so wenig Steuern bezahlt. Das ist nicht so oft gemacht. Und es wäre auch schön, diese Informationen zu schützen. Es gibt viele Informationen, die ganz privat sind. Und es ist auch nicht schön, wenn alles digitalisiert ist und dann jemanden Zugriff hat zu all diesen Informationen, ohne einen guten Zweck zu haben. So, das gibt natürlich Vorteile. Es gibt Vorteile, aber auch Nachteile. Man muss das damit richtig handeln. Man redet ja oft über künstliche Intelligenz. Was denken Sie darüber? Sind wir bereit? Gibt es Gefahren? So,
Artificial Intelligence ist heute ganz Hype. Alle sprechen darüber. In Europa sollten wir vielleicht ein bisschen schneller gehen. USA und China und Japan sind im Moment ganz vorne. Es gibt natürlich gefährliche Aspekte von künstlicher Intelligenz. Ich hoffe nur, dass die normale Intelligenz immer noch etwas zu sagen hat. Ich sehe sehr oft viele Leute, die einfach nur über künstliche Intelligenz reden und zeigen manchmal ein bisschen einen Mangel an normaler Intelligenz. So viel wird gesprochen, manchmal ohne genau zu wissen, was man sagt. Und manchmal verliert man Common Sense. Ja? So, es gibt Situationen, wo man einfach als Mann denken sollte und agieren, statt alles zu ordnen, zu lassen und hoffen, dass die Verantwortung nehmen. Ich glaube, als Menschen sollten wir immer im Fahrersitz bleiben. So, ich bin neugierig zu wissen, was ihr nach dem Schulabschluss macht und ob die Interview von heute hat euch auch in einem kleinen Teil beeinflusst und was ihr später machen werdet. Ja, mich hat es auf jeden Fall beeinflusst und nach meinem Hauptschulabschluss möchte ich auf jeden Fall noch weiterhin Schule machen und dann gucken wir mal weiter. Wenn ich mir jetzt angucke, wo wir jetzt gerade stehen und was sie bis jetzt geredet haben, ich kann mir einfach vorstellen, dass ich wirklich in meiner Zukunft was ich will erledigen kann, aber immer mit der Hilfe von den Lehrern oder mit der Hilfe von unseren Eltern vielleicht oder so, aber heute hat mir so, habe ich schon mal mehr Gedanken gemacht, aber bitte. Ja, Hilfe kann man natürlich immer bekommen, aber zuerst muss man geben. Ja, das hängt von den einzigen Leuten ab. Lernen, weiterlernen, Frage stellen, Antworten suchen. Das ist wichtig. Ja? Das kommt von den Personen selbst. Du wolltest was? Ja, ich finde es auch interessant, weil ich will auch gerne wissen, ob es ein Leben woanders gibt, außer hier auf der Erde. Und man weiß halt nicht, wie groß es ist, vielleicht unendlich und ja. Ja, ich bin ganz begeistert, wenn neue Generationen so eine Inspiration kriegen und sie diese Fragen weiterstellen könnten und vielleicht eines Tages eine Antwort finden. Ich glaube, in meiner Karriere werde ich keine Antwort zu dieser Frage finden, aber mein Job ist auch sicher zu sein, dass jüngere Leute dann interessiert werden und dann weitergehen. Ja, es gibt Probleme, die nicht bei einer Generation alleine gelöst werden können, aber wir als Menschen haben viele Probleme gelöst, einfach über Generationen. Wenn unsere Wissenschaft weitergeht, dass wir nicht mit den Generationen verloren. Jede neue Generation hat zur Verfügung so viele Informationen, die helfen, weiterzugehen. Ja, also ich hoffe, dass wenn wir so in diese Richtung weitergehen, vielleicht werden wir viele dieser Fragen antworten. Hat Ihnen das Interview gefallen? Ganz sehr. Das ist sehr, sehr lustig, spannend und interessant und ich finde es eine sehr schöne Initiative. Es ist etwas, das junge Leute zusammenbringt und auch in Gegenden, die Sie vielleicht nicht gesehen haben. Und es ist auch eine Möglichkeit für die Leute, die interviewt werden, ein bisschen über sich selbst und auch die Environment zu sprechen glauben. Und dann, das finde ich ganz super. Das ist eine sehr schöne Initiative. Gut Danke. Gemacht. Wir machen jetzt unseren Schulabschluss nach. Wie war es bei Ihnen in der Schule? Gab es Probleme? Haben Sie Tipps für uns? Ja, Probleme gibt es immer, aber zum Glück waren sie nicht groß. Ich habe einfach mich konzentriert. Es ist wichtig zu wissen, was man lernen soll. Und auch nicht obsessiv. Ja, man muss auch leben. Ja? Man muss auch alle die normale Interesse behalten. Und man muss auch entspannt bleiben. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, aber wenn man aufgeregt ist, kommen vielleicht die Ideen auch durch und es ist nicht mehr klar, was man normalerweise klar hätte. So einfach sich gut vorbereiten und dann entspannt bleiben. Und alles geht durch.
und gut, wenn man natürlich sich gut vorbereitet hat. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage. So, das ist nicht eine Frage, die wir geschrieben haben. Mhm. Aber das, sie haben mit Signal gemeint, also mit den anderen Menschen, also Beispiel in der Halle, also wenn da noch Menschen sind, die antworten. Sie haben den Signal von der Rosetta bekommen, so spät bekommen. Und das ist genau, was sie damit meinten. Also diesen 50 Minuten, diesen 45 Minuten, die gewartet haben. Das sind genau die Zeit, der Signal braucht, also da hin und her zurückzukommen. Nein, wir wissen genau, wie lange das dauert. Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wir wissen, dass Rosetta 500 Millionen Kilometer weit entfernt ist. Wir wissen genau, wie viele Minuten wir warten sollten. So, diese Minuten waren schon eingecheckt. So, die 45 Minuten war die erste Verspätung, weil etwas an Bord schiefgegangen war. In diese 2,5 Jahre gab es Software Probleme, die so ein Backlog akkumuliert hatte. Und als die Rosetta zurückgekommen ist, hat sie gesagt, ja, was sind alle diese Fehler hier? Ich verstehe nicht, ich muss mich ausschalten und wieder neu starten und alles dann neu konfigurieren. Und das hat ungefähr 45 Minuten gedauert. So, das war echt eine unerwartete Verspätung. Nein, das ist alles programmiert. Es gab Programme, die an Bord gelaufen sind, aber die haben wir geschrieben und wir wussten genau, was passieren sollte. Das ist nicht von Rosetta alleine. Ja. Das beim hat Fehler. Beim Fehler hat sie eine Prozedur, sie weiß, die Rosetta wusste, dass sie einfach diese Prozedur vom Anfang an starten sollte. Und deswegen hat sie so gemacht und es hat länger gedauert, bis wir die Signale bekommen haben. Deswegen. Also, das ist ja okay. Gut zu wissen, das war schon interessant. Also. Ja, und ich finde auch gut, was die mit den Kindern beim Krankenhaus gemacht haben. Also, das ist echt nett. Was verstehen Sie unter schwarzer Materie? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe so verstanden, es gibt physische Gesetze, die wir kennen. Und wenn wir unsere Kenntnisse benutzen, um zu verstehen, wie unser Universe ist, dann können wir nicht verstehen, wieso die Galaxien zusammenbleiben zum Beispiel. Und wir verstehen auch nicht, warum unser Universe so kontinuierlich weit geht. So, es gibt eine Expansion. Und so die Leute haben gesagt, um das zu erklären, es muss so eine Masse, eine Dark Matter, die die Galaxie zusammenklebt. Wir wissen aber auch nicht mehr als das. Und Energie muss auch sein, weil sonst werden unsere Universum nicht so schnell alle die Galaxie weg voneinander gehen. Wir wollen natürlich mehr wissen und es gibt eine Mission, die die ESA jetzt entwickelt, die heißt Euclid und was wir mit dieser Mission machen werden, wir wollen genau Dark Matter und Dark Energy studieren, um ein bisschen mehr zu verstehen. Das ist die Masse, die Materie, die wir kennen, ist nur vielleicht ein weniger Prozent, weniger als 10% von alles, was wir vermuten, da gibt. Vielen Dank für das Interview. Nicht zu danken, das war mein Vergnügen. Danke an euch. Danke.